Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Okay, gut, es ist so gar nichts Specialiges. Doch, es ist Specialig. Und zwar geht es heute um ein Jeans-Shorts-Video. Die einzige Shorts, die du brauchst für den Frühling und für den Sommer. Also falls du den Stil der Shorts magst, ne, natürlich. Aber diese Shorts passt zu so vielen verdammt vielen verschiedenen Sachen, dass ich schon ganz nervös werde und dass mir ultra heiß ist eben gerade. Es geht um folgende Shorts, die ihr wahrscheinlich schon öfters in meinen Videos gesehen habt, die ihr schon öfters in meinen Instagram-Posts gesehen habt und wo ich unheimlich oft gefragt wurde, wirklich unheimlich oft, gerade auch auf Instagram, Sophia, von wo hast du diese Shorts? Ihr solltet mir auf jeden Fall auf Instagram folgen, falls ihr irgendwie wissen wollt, von wo ich irgendwelche Klamotten habe, denn wenn ich eine Frage öfters gestellt bekomme, dann kriegt ihr spätestens dort die Antwort, gerade in den Stories und sowas. Und dort starte ich auch immer mal wieder zwischendrin solche Q&As, wo ich euch gerade solchen Sachen beantworte. Das heißt, falls ihr mir noch nicht folgt, sehr gerne dort einmal folgen. Nun zurück aber zu dieser Shorts. Diese Shorts ist super alt, dementsprechend kann ich euch die Frage leider nicht beantworten, da sie eben nicht mehr verfügbar ist. Ich habe lange recherchiert, ihr habt mir viele Vorschläge zugesendet und bis jetzt war ich irgendwie noch nicht so ganz zufrieden. Denn das Ganze kam dem irgendwie nicht so ganz nah und ich dachte mir, wenn man etwas nicht so vorfindet, wie man das eigentlich gerne hätte, dann nützt natürlich immer so ein DIY-Projekt was, denn dann kommen wir zu dem Ergebnis, was wir uns eigentlich wünschen. Die alte Shorts, muss ich sogar sagen, sitzt mir tatsächlich sogar gar nicht so gut an der Hüfte bzw. an der Taille. Dementsprechend fand ich das sogar ganz wichtig, dass ich einfach irgendwie eine Alternative finde, die ich sogar noch etwas bequemer für den Sommer finde, denn ich finde, diese Shorts passt zu allen möglichen Outfits. Und dann durfte ich mir bei Naked ein paar Klamotten aussuchen und dann habe ich zufällig auch eine Shorts gefunden, die zwar nicht so kaputt ist und keine Löcher hat und sowas, aber vom Farbton wirklich eins zu eins gleich ist. Und ich habe sie dann bekommen und anprobiert und ich dachte so, wow, sie passt wie angegossen und ist super bequem. Aus der Shorts versuchen wir die alte zu kreieren. Das heißt, falls ihr eine alte Jeans in der Waschung habt oder eventuell sogar eine andere Waschung wünscht, dann benutzt eine alte Jeans. Falls ihr aber so eine Farbrichtung haben wollt, dann verlinke ich euch unten direkt den Link zu der Shorts. Ihr kriegt übrigens mit dem Code SOPHIADELMAR 15% Rabatt bei Naked. Auch ein paar andere Klamotten, die ich euch noch zeigen werde in dem Video, da ich euch noch 5 verschiedene Oberteil-Inspirationen zeigen werde, was man so zu dieser Shorts kombinieren kann, findet ihr unten in der Infobox, falls ihr halt direkte Links zu den Klamottenteilen haben wollt. Nun aber zurück zu dem DIY der Shorts. Ich hoffe so sehr, dass es euch gefällt. Falls ja, hinterlasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das würde mich extrem freuen. Und das ist ein DIY, was wirklich super, super easy ist. Das kann wirklich jeder von euch easy peasy nachmachen. Versprochen. Doch am besten erstmal die Shorts an, von der wir die Inspiration nehmen. Wo genau sind die Löcher gemacht? Welche gefallen uns? Welche wollen wir übernehmen? Und welche lassen wir lieber sein? Dafür schauen wir uns einmal die Vorderseite sowie auch die Rückseite an und greifen uns dann die Shorts, die wir bearbeiten wollen. Bei der Shorts habe ich erst mit der Rückseite angefangen. Wir müssen nun erstmal verstehen, wie ist ein Jeansstoff aufgebaut. Jeans haben zwei Arten von Fasern, einmal blaue und einmal weiße. Die weißen verlaufen dabei meist quer. Und die blauen? Meist längs. Wir fangen nun also erstmal mit den Taschen hinten an. Dafür greifen wir uns eine Stoffschere und schneiden nun quer Schlitze in den Stoff rein. Macht erstmal kleinere Schlitze, je nachdem wie groß ihr natürlich euer Loch haben wollt und schneidet mindestens 2 Schlitze parallel. Wenn ihr ein etwas größeres Loch haben wollt, könnt ihr noch einen dritten Schlitz reinschneiden und diese Schlitze müssen nicht gleich lang sein, wie ihr seht. Hauptsache, sie sind ungefähr parallel. Nun greift ihr euch die Pinzette und versucht diese Längsstreifen, also die blauen Fasern, rauszuziehen. Das funktioniert manchmal ein bisschen leichter und manchmal ein bisschen schwerer. Es ist auf jeden Fall eine Fusselarbeit. Nun zieht ihr nach und nach die blauen Fasern raus und werdet entdecken, dass dann nach einer Zeit einfach nur noch die weißen Fasern übrig bleiben, die ja quer verlaufen, also nicht längs. Und so bildet sich dann nach und nach euer kaputtes Loch, was bei den anderen Jeans so zufällig aussah. Und das Ganze muss auch wirklich nicht super ordentlich sein. Also zieht ihr einfach nach und nach raus. Und wenn man jetzt nochmal vergleichsweise die Inspirationsshorts daneben legt, dann sieht man, dass die Löcher wirklich schon sehr, sehr ähnlich ist und ihr dadurch eben entscheiden könnt, wie das Ganze aussehen wird. Und vor allen Dingen würde ich euch auch empfehlen, nicht zu viele Löcher und die auch nicht zu groß zu machen, denn nach einer Zeit franzt sich das automatisch auch noch etwas stärker mit raus. Ich habe mich auf der Rückseite für weniger Löcher entschieden, aber ich bin vollkommen zufrieden mit dieser Anzahl und finde, das sieht auf jeden Fall nochmal
cool zufällig aus, widmen wir uns jetzt dem unteren Teil, also dem Ende der Shorts zu. Hier könnt ihr natürlich nach und nach die weißen Fasern rausziehen und könnt diese auch nochmal zuschneiden, falls sie euch irgendwie zu lange geworden sind. Oder falls ihr sagt, dass ihr nur die blau ausgefransten Fasern da haben wollt, dann könnt ihr natürlich auch komplett das Weiße wegschneiden. Denkt bitte dran, dass gerade am unteren Ende der Shorts sich das noch sehr stark von alleine ausfransen wird, wenn ihr die Shorts im Alltag tragt. Aus diesem Grund franst auch hier lieber weniger als zu viel aus. Widmen wir uns nun der Vorderseite. Ich wollte auch unbedingt ein Loch an der Tasche haben. Passt auf, dass ihr da die Tasche selbst nicht auch noch durchschneidet. Und mir ist da aufgefallen, dass der Stoff bei der Tasche anders gelegt ist. Das heißt, hier musste ich die weißen Fasern rausziehen und es sind dann am Ende die blauen übrig geblieben. Also die waren in diesem Fall dann quer. Aber ich fand, das sah auch ganz cool aus. Nun zu dem unteren vorderen Teil. Hier sieht man gerade bei dieser Inspirationshose, dass das Ganze etwas anders aufgebaut ist. Aber an sich ist es genau die gleiche Technik. Hier würde ich euch empfehlen, dass ihr die Streifen bitte nicht zu schmal schneidet und dass ihr vorher vielleicht auch die Shorts einfach mal anzieht und schaut, wie viel ist euch noch genehm, beziehungsweise wo ist es für euch auch schon vielleicht ein bisschen zu viel Haut. Und hier zupft ihr natürlich wieder ganz geduldig die ganzen blauen Fasern raus. Falls ihr etwas Abwechslung wollt, könnt ihr natürlich auch noch so ein bisschen Jeans dazwischen lassen, aber das könnt ihr natürlich nach eurem eigenen Geschmack machen. Ich habe jetzt oben noch zwei weitere Schlitze reingeschnitten, die habe ich aber nach oben hin einfach ein bisschen schmaler gemacht. Und den mittleren habe ich einfach mit den Fingern ein bisschen ausgefranst und vor allen Dingen langgezogen und dann nach einer Zeit sieht es sowieso nochmal mehr Used-Look-mäßig aus als jetzt am Anfang. Dann heißt es wieder ordentlich blaue Fasern entfernen und das Ganze, sage ich euch schon mal, ist leider eine etwas längere Arbeit, aber genau das gleiche macht ihr dann einfach nochmal mit der anderen Seite, außer ihr sagt, ihr wollt ein asymmetrisches Ergebnis, dann reicht das natürlich auch sonst völlig aus. Das ist also das Vorher-Nachher der Shorts. Ich persönlich finde das Ergebnis super cool und das Ergebnis hängt natürlich davon ab, wie viel Zeit ihr euch nimmt. Also es ist wirklich so ein bisschen eine Geduldssache, dieses ganze Zupfen mit der Pinzette. Macht das am besten irgendwie vom Sofa, beim Filme gucken, beim Serie gucken oder sowas und staubsaugt danach den Boden, denn ihr habt überall Fussel rumfliegen. Und das Coole ist wirklich, ihr könnt entscheiden, wo ihr diese ganzen Löcher macht und ihr könnt am Ende auch natürlich entscheiden, ob ihr das an einer Shorts macht oder in einer längeren Jeans oder vielleicht sogar in einer Jeansjacke. Egal welche Farbe ich sie habe und genau deswegen liebe ich diese Techniken, um Jeans kaputt zu machen. Nun bleibt aber die Frage, warum ist das die einzige Short, die du eventuell brauchst für Frühling, Sommer, falls dir dieser Stil natürlich gefällt? Eindeutig deswegen, weil man es mit allem Möglichen kombinieren kann. Man kann schickere Oberteile nehmen, man kann lockere Oberteile nehmen. Und genau aus diesem Grund habe ich dir jetzt einfach mal die Shorts immer anbehalten, auch die gleiche Art von Schuh, so eine Art Easy Peasy Sneaker, den die meisten wahrscheinlich sowieso zu Hause haben. Und dann einfach nur 5 verschiedene Oberteilideen zusammengestellt und ich bin sehr gespannt, ob dir die verschiedenen Outfits gefallen. Kannst du mir sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, welches dieser Outfit dir am besten gefallen hat. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long. Diese verschiedenen
deinen Inspirationen so ein bisschen gefallen haben. Und wenn du in ein bestimmtes Teil suchst, der Link dazu ist unten in der Infobox. Und falls das Teil von Naked ist, dort kriegt ihr mit dem Code SOPHIADELMAR15, wie gesagt, 15% Rabatt. Ansonsten bin ich sehr gespannt. Falls ihr noch weitere DIYs sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich verlinke euch hier die letzten beiden Thrift Flip Videos. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Video. Tschüss!